Guten Tag, hat er gesagt. Hier in diesen. Naja, so spukig ist es gar nicht mehr, muss ich sagen. Aber es sieht aber auch nicht allzu mehr geil aus, ne? Muss man auch mal festhalten. Ich mache hier schon mal so ein bisschen heran. Sag mal, irgendwie. Das geht gar nicht. Kennt ihr das da? Oh, Geld. Ne, ich mag das nicht, wenn da so rumgepampelt wird, ne? Also so eine Musik ist. Sag mal, ist ja halt Geschmackssache, aber für mich ist das jetzt nicht so cool. So. Den hatten wir auch noch nicht aufgesammelt. Okay. Ja, vielleicht wollten die ja auch böse Geister. Oder einfach nur beschützen, ne? Kann ja auch sein. Weiß man ja nicht. So. Ja, nach wie vor erkältet. Aber ich versuche mir immer zu muten, ne? Nicht, dass ich euch hier ins Ohr rein spucke. Nee, nicht Gottes Werk. Vielleicht sollte ihr auch Gott beschützen, ne? Ist ja auch nicht so richtig. Wir machen erstmal hier die schönen Wände alle. Sauber. Bisschen haben wir noch hier zum. So, ich glaube, ich mache das hier auch dann klein. Ach, guck mal, der ist auch schon ziemlich vollgesuppt. Aber dann haben wir das hier schon mal alles weg. Das ist ganz gut. Er sagte, der hat darunter. Hat er noch so eine Sonos? Wird ihr bekloppt? Also wer darauf reinfällt, weiß ich gar nicht. Gut, da geben wir den gleich rein. Wir machen erstmal hier den einen Raum, ne? Erstmal zwei nach dem anderen. Soll ich mir einen Eimer mit reinhauen? Da muss er nicht mit. Oh, Sioni. Was denn? Ist ja nicht mit rein, der Eimer, aber zumindest in der Nähe. Nee, das macht hier wenig Sinn, oder? Das geht eigentlich. Back where it belongs. Nochmal. I can't put it back like that. Wieso nicht? Bist du nur schmutzig? Ach, der ist nur schmutzig hier. Aber mein Schwamm ist auch ziemlich schmutzig. Cleaning comes before fixing. Ich sehe nicht, wo da. Da drauf ist da. Ach so. Naja, vielleicht wollte der Schwamm auch nicht so. Aha. Das ist hier die. Die Geisterbeseitigung. Man muss ja auch dazu sagen, hier muss die andere Patrone. Irgendeine habe ich vorhin weggeschleudert auf jeden Fall. Das war vielleicht nicht so der cleverste Akt von mir. Aber ne. Hier haben wir noch eine geile Relax-Kassette. Ja, Mäuse. Da, aber da war auch ein Messer. Aha. Radierer hätte ich gut genommen, der ist bestimmt was wert. Warum hat denn der überall Mäuse drin? Ist aber ganz schön laut, muss ich mal sagen. Da hinten ist ein Schreibtisch. Ja, pass mal auf. Wir machen erstmal hier so ein bisschen noch weiter sauber. Hier den komischen Teppich. Das sieht, glaube ich, mit dem Schwamm auch besser. Richtige Reinigungsmittel wären natürlich noch schön. Besser. Ich würde mal gerne wissen, wer von euch hier gerne den Hochdruckreiniger nimmt.
Da muss ich auch sagen, dass das hier nicht allzu einfach geht, ne? Also rauszuwischen. Das ist dann wirklich ganz harte Handarbeit. Aber muss eben auch so gemacht werden, ne? Kann ich hier nicht einfach rumsprühen, weil dann fliegt hier alle durch kreuz und quer, ne? Kannst du wirklich nur machen, wenn du eine freie Fläche hast. Wird relativ dann gut ja, beiseite geht, ne? Okay, ich glaube, jetzt können wir den wieder nehmen. So, da hinten ist ein bisschen was zerdeppelt. Hier oben auch. Das ist der Nachbarraum, glaube ich. Ich mache jetzt keine Fuß. Doch, guck mal. Wo ich noch nicht mal drin stand. Ah, da ist nur ein Fußabdruck, ne? Oh, sorry. Bin mir mehr erschrocken als alles andere gerade. Ja, gut, der wird natürlich mit der Pumpgun da reingeballert haben, ne? Sagen, wir können clean it first. Wie? Schon sagen, also so ein bisschen was kann ja gar nicht sein, ne? So, jetzt ist das Wasser aber richtig eklig. Aber wir haben hier oben auch ein bisschen was zum Wässern. Das ist eine gute. Also ich finde, das geht hier. Ich weiß nicht, was wir für Reinigungsmittel bei haben. Oh ne, das geht ja nicht. Das ist schon wieder so eine komische Musik hier. Oh ne, war. Ich glaube. Aber das ist eben doof hier, ne? Aber hier kann ich ja drumherum so ein bisschen machen. Ist irgendwie ganz so heftiger Schmutz dran. So, und den Rest machen wir jetzt hier mit den richtigen Sprüher. Ich wollte extra so machen, dass das geht, ne? Erst einmal geht er davon aus, dass Wasser ein bisschen mehr ist, aber in diesen Hochdruckreiniger, aber oh, kann das reichen? Was? I'm watching you. Der böse Geist hat gesprochen. Also ich muss ja sagen, es war ja gar nicht so schlecht, die Idee, ne, von mir. Aber wir sind ja voll gerotzt. Ich glaube auch nicht. Oh doch, guck mal, einmal kriegen wir nachher. Sorry. Da ist er. Überall ist noch Blutfleck hier. Oh, auch noch sauber jemand. Nee.
Ach ne. Die hätten länger an. Ich sehe doch gar nicht länger. Steht zwar da, hält länger, aber ich sehe auch nichts länger. Ich glaube, jetzt ist gut. Was war denn das hier gerade? Das für ein ekliger Trick da. War aber keine Menschenspur, oder? Hallo? Oh. Schlüssel für unten? Zum Wohnzimmer. Warum ist hier ein Schlüssel zum Wohnzimmer? Da, I hate my neighbors. Okay. Oh, der da unten war, mit der Hand. Was steht denn hier? Notiz. Oh, jetzt wird's geil. Mama dreht durch. Was kann ich, was ich als kleine Fehlfunktion oder irgendein Fehler sehe, ist für sie ein harter Beweis dafür, dass wir verflucht oder sogar besessen sind. Ihre Medikamente wirken entweder nicht oder sie nimmt diese verdammten Pillen gar nicht. Ich weiß nicht, wo ich Hilfe bekommen soll. Wir sind verloren. Möge Gott dieser Familie gnädig sein. No, God didn't help them. It's not really his thing. Also war das hier ein geheimer Raum oder was? Ich weiß ja nicht. Hier kann man den erstmal vollfüllen. Nehmen wir erstmal mit. Den müssten wir ja auch erstmal wechseln. Wollte den echt kaputt hauen, aber geht auch nicht. Also hier sind wir jetzt in die reingekommen oder was? Doch. Ach du Heiliger, ich will da gar nicht rein. Ne, wir machen erstmal den Raum, der hier ist, glaube ich, gemütlicher. Zumindest wie auch immer gemütlich sein kann, aber hier diese komischen, das sieht doch voll komisch aus, oder? Ah ja, richtig hartnäckig. Man hier aber auch nicht richtig Licht anmachen kann. Irgendeiner mag die Katze ganz toll. So, ist hier was drin? Schön. Hier sind die Pillen. Die Medikamente. Was heißt Unterschrift des Arztes? Da steht nichts drauf. Bla bla bla. Geschlecht, Datum. Psychoprexa. Also es kann ja nicht sein, dass die das hier nicht mitkriegen. Also das kannst du mir nicht erzählen. Das nicht checken. Ist das cool? Ich kann aber auch nichts anschalten hier. Ich würde es euch ja gerne ein bisschen heller machen. Ich hoffe, wie ihr seht. Oh Gott. Ja, was ist denn das mit diesen Ratten da immer ständig drin? Oh, was ist denn das hier? Brute Force Hacking. Ich mache mal ganz normal. Also nicht, was der Unterschied sein soll. So. Also kann ich gar nicht. Ich muss sie jetzt alle löschen. Ich dachte, ich kann mir ja was angucken, ey. Ja. Dann gibt es auch einen Knopf, ne, für alle löschen.
Mache ich jetzt hier arbeiten, Dokumente, bla bla bla. Dann kann es. Okay. Schade. Da wollen wir in den gemütlichen Raum hier rein. Weiß nicht, ob der jetzt so sonderlich gemütlich ist, aber. Stellt ihr erstmal hier so hin. Gut, dass ich keinen Schatten habe. Glaube, hier für diese Hauptmordszene. Ja, hätte ich eigentlich das Starke gleich nehmen können, oder? Okay. So, wir machen uns erstmal den Eingang hier frei. Ja, ich finde es auch ganz schwer, hier den Müll aufzuheben, wenn er ja eigentlich noch ja nicht machen darf. Let's get rid of that. Aber kein Müll mitgenommen. Oh ja, kein Blut. Was ist das denn? Ah ja. Telefon. Adam, meine Mom macht mir verdammt Angst, Alter. Was? Warum? Ich wache auf und sie steht betend über mein Bett. wusste nicht, dass sie so Religion ist. War sie auch nicht. Aber jetzt glaubt sie, der Teufel wohnt in diesem Haus. Ich packe meine Sachen und ziehe aus. Verdammt. Ja, wer mal, hätte er mal gemacht. So, ich hätte es dann wahrscheinlich durchgezogen, ne? Hey, warum kann ich den hier hochheben? So, weil ich noch Mülleimer in der Hand habe. Blunt Force Trauma. Hidden ahead many, many times. Sehen wir gleich mit Vater jetzt hier. Letztendlich hier so ein bisschen. Ah, das ist ja auch schon dreckig. Ich glaube, ja, könnte das sein oder irgendwas lag da hier, ne? Ich muss den hier reinstellen. Ich sehe gar nichts. Krass. Krass, wie man nichts sieht, ey. Versteht ihr mit diesen Mäusen hier nicht in diesem Haus? Überall sind Mäuse. Oh. Also hier ist, glaube ich, besser, wenn er hier wirklich ein bisschen vorsichtiger umgehst. Aber ich glaube, wir könnten hier erstmal mit denen hier ein bisschen arbeiten. Sie müssen das hier alles. Ach du Scheiße, das ist ja alles voll. Ah, siehst du, das ist nämlich schon das erste Problem. Aber ich glaube, für den Wand- und Deckenbereich ist der hier schon richtig, richtig gut. Nein, er ist leer. Bin mal gespannt, ob man irgendwann da was reinpatzen kann. An Reinigung. Wisst ihr, wer es eigentlich? Aber wenn ich jetzt erst den zweiten Körper habe, geht da ja noch eine Leiche. Also jetzt haben wir den Sohn und den Vater, ne? Naja, die verrückte Mutter kommt noch.
Where's the crazy mom? Ja, der musste sein. Ich hab's genossen, auf jeden Fall. Und noch einer. Meine Güte. Was hat sie so an krank sein? Ist egal, was ist, ne? Du bist nur am rum. So. Sehr schön. Relativ sauber. Ja, der Schwamm, der schmeckt schon richtig doll. Ah, hier ist er noch halt voll. Gut. Okay, Longin hat sich hier so festgehalten, so total pervers. Ja, cool wäre ja auch, wenn wir einfach jetzt sagen, wir machen die Lampen. Nee. Hä? Wo ich meine UV-Leuchte? Vielleicht hier unten noch? Ja. Die UV-Leuchte hier rauf. Aha. Guck mal, und den Sägerobot. Das ist viel, viel cooler. Stimmt natürlich, da ich jetzt schon wieder diese komische Katze da unten gehört habe. Also Fresspack. Oh. Das hat schon gereicht. Wir sind hier oben. Stelle die Möbel wieder an ihrer Ort und Stelle. Wir heben erstmal den wieder auf. Ja, der war noch ein bisschen dreckig, war noch staubbar. Nee. Ups. Hä? Wo soll denn hin? Hier ist einer. Achso. Ich muss hier auch noch einer. Gut, das haben wir. Wir werden doch nebeneinander stehen. Nee, 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 runterfallen. Ah, hier hinten. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wo wir irgendwas hier noch hinstellen müssen. Weil hier ist ja nichts umgerissen. Ach ja, da. Der Stuhl noch. Ah. So. Beweise sammeln. Wieder fehlt noch ein Beweis. Ja, stimmt. Hier, hatte ich hier überhaupt einen Beweis? Ah, ich weiß nicht, hier drin, ja. Hier schon reingeguckt. Ja, hier ist ja alles leer. Gib mal als Beweis, schädlicher Beweis. Ah, was ist das für ein Arsch? Das, wenn ich den wegnehme, ich habe ja da nichts. Schäbe ich hier das Zimmer. Okay, also hier nicht. Hier hinter haben wir alles. Die Umzugskisten, ah, die wollten wahrscheinlich raus, ne? So, und den hatte ich ja schon mal. Genau. Da habe ich ja alles gelöscht. Was zu löschen geht. Naja. Ist mal näher, wie macht, ne?
Quietschhähnchen. So. Also oben sind wir erstmal fertig. Sehr schön. Ja, war ja relativ okay. So. Zack. Zack. Eine Tüte. So, Wohnzimmer müsste das. Ach du Heiliger. Oh, das, das ist cool. Das ist ja wirklich cool. Also der Staubsauger als Satan. Coole Sache. Echt coole Sache. Also muss es sein. Haunted Robot Vacuum won't stop until I beat the shit out of it. Ja, da müssen wir ja irgendwo, ich weiß nicht wo. Ich weiß auch nicht, wo diese beschissene Katze ist, ehrlich gesagt. In LA, this could have been a whole apartment. Harry Potter. Yeah, this is exactly the read I was hoping for right now. Hm. Warum ist denn hier so ein Ding drinne? Wo ist als erstes? First things first. Gotta scrub, scrub, scrub. Sie hat sie aber. Die hat sie doch selber weggenietet, ne? Kannst du erzählen, was du willst. Alter, kannst du mir nicht erzählen, dass das keiner sieht hier? Also so blöd kann es ja nicht sein. Also es gibt schon doofe Menschen, ne? Aber so blöd. Sind jetzt hier so typische, die bei RTL 2 irgendwie auftreten? Wie mache ich denn die Dinge hier aus? Ich kann den noch nicht mal kauen. Der Schnurte. Ach, deswegen die Mäuse. Wegen der scheiß Katze. Ich hatte da ein bisschen Geld reinmachen. Das ist ein Katzenzimmer. Das ist ja nur Katze hier drin. Ich weiß noch nicht, wo vom Roboter man das hier ausmachen kann. Oder muss ich einfach den nehmen? Na klar. Eigentlich müsste ja die Ladestation hier irgendwo geben, aber ja, vielleicht bin ich zu blöd. Vielleicht finde ich die ja später. Machen wir uns an der Arbeit. Ist eh nicht. So, erstmal die Polster schön reinigen, ne? Und vielleicht die Stühle ranstellen, wie es mal sollte. Ja, Hauptsache geht nicht kaputt. Ja, so kann der Trost stehen.
Natürlich normal. Das sieht auch gut aus, denn. So ein bisschen reine reine machen hier. Hier ist schon mal gut. Genau. So legt man es um. Das ist ganz gut. So. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bitte. Dann machen wir hier weiter. Ich muss das mit dem Staubsauger finden. Bin mal gespannt, wie das ist. Bis dann.